fragt der Pistenjörg. Das ist der ehrlichste Pistenbericht der Welt aus dem persönlichsten Skigebiet im Berner Oberland. Wir schauen mit dem Pistenchef, wie gut die Verhältnisse wirklich sind. Ja, es hat dumme Mal geschneit, respektive zuerst geregnet und jetzt dumme geschneit. So wie wir es diesen Winter kennen. Es gibt alle Woche um ein bisschen Schnee und alle Woche rum den Schnee. Der, was rum, der geht es noch um. Also jetzt diese Woche hat er für morgen, übermorgen noch mehr Schnee gemolden. Also es kann einen halben Meter gehen noch. Zum Talboden hat es etwa 10, 20 cm. Kommen wir zu den Fragen an Pistenjürgen. Jetzt ist 2. Die erste kommt von Simon Seiler. Er ist ein ganz grosser Fan von dir. Und auch von der Windmaschine von der Marke Leitwolf. Die findet er am coolsten. Und er hat eine Frage, die etwas speziell ist. Er hat nämlich die Frage, ob es schon mal ein Unglück gegeben mit einem Pistenfahrzeug an der Lenk. Also im grösseren Ausmaß zum Glück nicht. Weil von dem her ist eigentlich jetzt, um mich zurückzuführen, ist auch wichtig, dass am Abend, wenn Pistenschluss ist, die letzte Pistenkontrolle gemacht ist, dass wirklich der hinterste oder letzte Gast ins Tal kommt. Dass wir dann unsere 1200 Meter Seil können. Brauchen auch in dem Sinn, ohne dass wir noch gegen Angst haben, dass noch Gäste unterwegs sind. Demzufolge tun wir eigentlich da schon gross drauf gucken, dass da nichts passieren sollte. Die zweite Frage, die kommt von Adrian Wittmer. Und auch er gratuliert zuerst mal zu den hervorragend präparierten Pisten. Und er fragt, ob nicht einmal dir eine einzelne Piste oder wenigstens eine Hälfte von einer Piste nicht könntet präparieren, damit es mal eine Bokopiste gibt. Er denkt da an die Piste Milchplatte nach Valec oder einmal der Unterteil oder an der Match die neue Juskilla-Piste. Also ein Wunsch nach einer Bokopiste wird laut. Also die Piste, die wir ausgesteckt haben, die tun wir sicher alltag präparieren. Aber die Möglichkeit gibt es ja irgendwie neben der Piste. Wenn viele Leute am gleichen Ort dahin fahren, dann gibt es automatisch auch Buckelpiste. Aber eine ausgesteckte oder eine markierte Piste machen wir sicher nicht extra Buckelpiste. Früher hat es das noch öppe gegeben, dass es ein Skigebiet so Buckelpiste hatte. Das war aber nicht unbedingt Absicht, gewesen, oder? Nein, das war halt dann noch so, gewesen, dass nicht alle Pisten alltag präpariert wurden und dann gibt es das automatisch. Danke Jürg, das war es von «Frag der Pistenjürg», dem ehrlichsten Pistenbericht der Welt. Wenn ihr eine Frage habt an Pistenjürg, dann geht auf die Webseite lenk-simmental.ch, der zum Punkt Pistenjürg. Das Formular, wo ihr eure Frage könnt einschicken könnt. Und jetzt ab in Schnee, auf die Ski oder einfach zu Fuß, natürlich im Simmental.